Freitagabend im Rathaus die Startnummer abholen. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir mal kurz Nudeln bekommen. Die Schlafsäcke sind schon in der Grundschule verstaut. Der Stuhl wird gleich noch vom Bahnhof abgeholt. Und dann kann einem schönen Abend und einem supergeilen Lauf morgen nichts im Wege stehen. Höchstens das Wetter. Schauen wir mal. Das Lager für die Nacht. So. Ein Blick von oben auf das Schlaflager. Naja. Die Nacht ist vorbei. Es ist aber erst 6 Uhr. Naja, schauen wir mal. Morgen! So, hier ist die Essensausgabe. So, hier gibt es das leckere Frühstücksbuffet. Hier gibt es sogar leckeren Orangensaft. Das ist schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier spricht wieder der lustige Stulle. Wir haben uns hier versammelt, um den Harzgebirgslauf mal zu laufen. Sprich den Brockenmarathon. Also geht's los. Jetzt ist es 7.13 Uhr früh am Morgen. Vor über einer Stunde haben die das nicht in der Turnhalle angemacht. Das war grau, aber wenn ihr noch gut jetzt noch eine Viertelstunde schlafen können, 7:30 aufgehört, das war nicht gerade. Aber so ist es nun mal. Ja, ich wünsche euch einen schönen Lauf. Mal gucken, was das wird. Das erste Mal, dass wir hier von dieser Seite den Brockenweg laufen. Um die Uhrzeit schon Kuchen. Leckeres Frühstück. Mit guter Butter unterm Käse. Gute Butter, Nutella, Marmelade, Honig und Käse. Honig, Nutella. Allerdings hätten wir länger schlafen können. Aber nun gut. Wo können wir mehr frühstücken? Schauen wir mal. Das Wetter wird auch besser im Übrigen. Der Regen wird weniger. Schauen wir mal. Ja. Guck mal, hier ist die Kinderbelustigung nachher. Vorbildlich. Der kleine Christoph möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Das ist für alle Kinder, die nicht mit auf den Brocken wollen. Oh, Achtung, das Schaf im Dreck. Das Schaflicht im Dreck. Danke. 20 Sekunden, 28 Minuten bis Stopp. Brockenlauf. Mhm. Ja. Ja, guten Morgen, liebe Freunde des gepflegten Dauerlaufs. Hoppala, ist aber matschig hier schon. Aber es ist schon mal wunderschön von oben nach unten. Es gibt hier noch ein bisschen Morgengymnastik. Norman Bauerfeld, nicht? Christian Cäsar, Michael Ermrich, Felix Fleischer, ja. Thomas Helderich. Da ist das Kinderparadies. Uwe Fürkus. Ja, Sigrid Eichner, die laufen. Den werde ich jetzt da in der Kinderbetreuung abgeben, damit der auch gut aufgehoben ist. Und dann kann ich ihn in 4-5 Stunden da wieder abholen. Die haben gerade eine Durchsage gemacht, dass da fachkundiges Personal sich um diese Kleinen kümmert. Dann habe ich demnächst die ganze Zeit an der Hacke. Da ist der gut aufgehoben. Sieh zu, dass du was zu essen und trinken kriegst, und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Schön! Und ärger die anderen Kinder nicht. Nein, ich werde mir Mühe geben. Ach, guck mal, da gibt's Streit gibt. Gibt's auch Hüpfen? So für die Wanderer, der Namenssponsor. Urbach Hotel im Ilsetal, da kommen die Läufer nachher vorbei. Kyffhäuser Berglauf e.V., Lamprecht und Sohn Gerüstbau. Hier unser Zielbereich. Landesforstbetrieb Oberharz, der Landkreis Harz. Ein Halbfacher,
Bestes Wetter, trocken. Der Nationalpark Harz. Da kann es gleich losgehen. Auch schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch wie immer alles, alles Gute. Kommt gut über den Berg und gut wieder runter. Wir alle sind uns einig, sowohl die, die hier oben stehen, als die, die unten stehen. Wir ziehen den Hut vor euch über den Brocken im Marathon. Das ist eine sensationelle Leistung, egal welchen Platz ihr dann belegt. Faszinierender Sport für die Stadt Wernigerode, eine hervorragende Werbeveranstaltung. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich natürlich, dass ihr hoffentlich im nächsten Jahr auch wiederkommt. Alles, alles Gute, toi, 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 die Besten mögen gewinnen und es geht, soweit ich weiß, gleich los. Alles Gute, toi, toi, toi. 5, 4, 3, 2, 1, Stopp! Los geht's! Die lassen uns hier schon mal mit 9 Stunden Bonus laufen. So, los geht's. War ein bisschen schleppend jetzt am Anfang. Aber unbekanntes Flutobjekt gibt's da oben schon. So, die ersten 4 Kilometer liegen hinter uns. Alles gut. Es ist immer noch schön trocken, ein bisschen warm, aber bisher alles schön. Und wir sehen sowieso gut aus, ne? Ja, 6,5 Kilometer. Immer noch trocken von oben. Alles gut. Schöne Strecke. Hallo. 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 Ah, wir sehen uns im Ziel. Da gehe ich von aus. Moin! Ja, immer wieder nette Unterstützung von den Wanderern hier unterwegs. So, der Stulle will mal wieder was sagen. Ja. Es war wunderschön hier im herbstlichen Laubwald. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, schöner als im Sauerland ist es hier auch nicht. Aus. Hallo. Achtung, schlechte Wegstrecke. Hallo, morgen. Morgen. So, jetzt laufen wir mal wieder ein bisschen. So, ich hätte noch was. Ach so, ja. Dann geht es mal eben hier auf den Füße gucken. So, ich weiß gar nicht, ob auf dem Betrachter schon aufgefallen ist. Der Christoph und ich, wir sind heute herbstlich dekoriert. Und zwar, wer es nicht erkennen kann, das ist ein Kürbis. Und den gab's ab letzten Montag beim Aldi für 2,99. Da hatte ich mir das einen gekauft und dann wollte der Christoph auch noch einen haben. Da habe ich den nachgekauft und ich habe den einmal, Achtung, muss ich runtergehen. Ja, ist ja ganz schön steinig hier. Ich habe so einmal auf dem Fahrrad, auf dem Kopf, durch Altona vom Aldi nach Hause transportiert, was meinem Sohn, als er das gehört hat, meiner Tochter furchtbar peinlich war. So, 8,5 Kilometer. Wir sind in Ilseburg. Also ganz hervorragend. Das ist natürlich eine besondere Belastung. Wir haben auch mit Hühnchen. Sie seid Supermänner, ganz hervorragend. Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Das sind Kürbisse. Ja, Kürbisse sind das. Okay. Dirk Dieter ist Kürbisse. Super Sache. Ah, hallo. Oh, Schleim gibt's hier schon wieder. Nee, Schleim. Hier so, Wasser. Schön. Machst du unterwegs noch? Ja, auch noch. Habt ihr eigentlich die schicken Jäckchen alle aus Berlin mitgebracht? Oder waren die da über? Weihnachten. Hier gibt es schon. Was sind das für Zapfen? Ich weiß nicht, aber wir probieren mal.
Ich glaube, das sind keine Zapfen, das sind die Ostereier von vor einem Jahr. Ja, die sind aber neu eingepackt worden als Tannenzapfen. So. Es war lecker hier, ne? Jetzt. So, endlich, ja. endlich hat die Rennerei ein Ende. Man kann das hier gemütlich den Blech raufgehen lassen, ne? Man muss nicht mehr so hetzen. Ja, dann können wir es hier langsam angehen lassen. Oder? Wir können ja genießen. Schließlich haben wir hier jeden Kilometer bezahlt, ne? Richtig. Wir sind jetzt im Spaß hier. Viertel vor zehn. Meinen Kindern erzählst du immer morgens keine Schokolade. Und selber haust du dir hier die dicken Schokonougatsachen in den Kopf. Mann, Mann, Mann. Die sind lecker. Das ist ja nur die, die gute Ansicht. Schnitt. Achso, ich hab noch was. Ja? So, werte Zuschauer. Bisschen hier zur Landschaft. Gerade 9 Kilometer in der Ebene gelaufen und sind gerade an Ilsenburg vorbei und jetzt geht's auf dem Heineweg bis zum Brockenstein. 1142 Meter, glaube ich. Genau. Da sage ich mal, mal ganz leise. Ich hab's gehört. Der Berg ruft. Ja. Und immer den roten Schildern hinterher. So, ich nehme den großen. Dass die Oberstädter hier auch unterwegs sind, das wusste ich gar nicht. Schöne Landschaft hier. So, und ich glaube da unten, das ist sie, die da rauscht. Genau. Morgen! So, ein bisschen vor. Guck mal, wie schön grün hier alles ist. Ja, das könnte man. Könnte meinen, es wäre Frühling. So, wir haben jetzt 13 Kilometer so ungefähr. Die wilde 13 nennt man uns ja auch. Es geht so langsam berg hoch. Hat das Gerenne auch endlich mal ein Ende. Wobei das Blöde ist, es sind ja nur noch 6 Kilometer bergauf. Da weiß man, dass man fast da ist. Eigentlich ist so ein Gipfel am Ende ja immer schön. Von Kilometer 35 dann. Ja. Weil dann kann man sagen, hinten ist die Henne fett. Und das stimmt ja hier gar nicht. Nee. Hier ist sie in der Mitte fett. Quasi am Kopf. Nee. Brust. Okay. Seht ihr, was da oben ist? Wisst ihr, was das ist? Nicht das Christkind, kommt erst in 3 Monaten. Nein, das ist der Gipfel. Da wollen wir hin. Da oben ist. Ich sehe den Brockenstein schon. Also, weiter geht's. So. Das erste Drittel liegt hinter uns. Der zweite Verpflegungspunkt ist erreicht. Ihr seid ja hübsch. Danke. Ja, das haben wir heute. Ihr habt euch dekoriert. Ja, ihr auch. Wieso? Ja, schnell kann ja jeder. Oh, hier gibt es wieder so nette Ostereier. Wie ich eben gesagt habe, die Walking-Strecke ist nebenan, der gehen musste am steilen Aufstieg, hat gerade gut gekontert, der sagte dann, Picknick ist oben, als er mich überholt hat. Ja, okay, das ist ja schön, wenn man Spaß hat auf der Strecke. Den habt ihr. Wir geben uns Mühe. Ja. Genau. Du kommst unterhalten mich auch ein bisschen. Ich laufe mal im Tempo. So,
Was sagst du, 17 Kilometer haben wir? Oder wie viel? Na, ich kann nichts sagen im Moment. Da steht's doch sogar. 17. So, der Stuhl hat auch was zu gleich sagen. Sind wir oben. 2 Kilometer noch, 2,5. Ja. Also, liebe Familie, liebe Suse, Hockenstedt-Helena, das ist hier der Heinrich-Heine-Weg, den wir im Frühjahr zusammen auch schon hoch sind, aus dem Öhringer Feld. Wenn ihr euch erinnert, da ging das eben links ab. Ich habe die Kreuzung gesehen, wo wir hier auf den Heineweg gekommen sind. Jetzt geht das hier oben über die wunderschöne Hochebene und dann finaler Anstieg zum Gipfel. Und Kinder, ihr habt das damals auch toll gemacht und viel schneller als wir. Viel langsamer als wir jetzt hier, waren wir damals auch nicht. Na. Also, weiter so. Ich glaube, jetzt hier vorne kommt die Bank, wo wir letztes Mal Rast gemacht haben. Ja, heute machen wir da keine Rast. Da so ein bisschen Ausblick hat man schon. So, dann wollte ich noch sagen, Einmal darüber hat man gesehen, wir sind jetzt schon total über den Wolken. Ja, genau, da. Und, Herrn Erik, erinnerst du dich noch, wir haben im Mai ausgerechnet, wie viele Löcher hier in den Fahrplatten sind, vom Beginn bis nach oben. Wir hatten die 6 oder 7 in der Breite gezählt und die dann auf die Länge, ich glaube 3, 3,5 Kilometer war, die hatten wir an den Schildern abgelesen, das mal hochgerechnet. Ich weiß nicht mehr und jetzt gerade funktioniert das hier nicht mehr so. Dein Papa weiß nicht mehr, was ihr überschlagen habt. Also, wir wollen es aber jetzt nicht nochmal versuchen. Aber damit haben wir die Kinder gut abgelenkt, waren beschäftigt und sind gelaufen. Sehr schön. Apropos laufen. Ja, könnte meinen, das wäre hier eine Walking-Veranstaltung. Also, das hat gleich eine Geher-Veranstaltung. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen. Jetzt sieht man es auch ein bisschen besser, ne? Dann bist du das gleich wieder hier zum Gehen, ne? Wenn du filmen willst. Ja, winkt mal alle schön, ne? Ah, ist das nicht herrlich hier? Ja, genau. Wenn wir Glück haben, sind wir heute nicht im Nebel. Nur mal einmal den Wurmmilch ran da. Nicht drüber. Ja. So. Ja. Ihr geht ja schon wieder. Junge, Junge. Der Wurmberg. Ja. Die Baumlage. Da geht es ja auch eine Seilbahn hoch. Und da war immer noch so eine historische Skiflugsprungschanze aus Holz. Aber die haben sie jetzt diesen Sommer abgerissen, wie man gesehen hat. Hat man sie nicht mehr gesehen. Und das ist auch, es gibt ja, glaube ich, 6 klassische Brockenaufstiege, die man machen kann. Goetheweg, dann von Schierke. Ein Knochenbrecher, dann die Fahrstraße, über 3 Armenhohne, Heineweg, den wir heute machen und auch vom Braunlage, vom Wurmberg, kommt man dann erst. Kann ich kurz unterbrechen? Hier gibt es die Tüten. Nur wenn man will, oder? Wollen wir haben? Ach, heute ja, könnt ihr mal eine Weste noch geben. Wittermalz, Wasser. Danke. Wasser? Ja. Tee, Wasser? Tee, Wasser? Ich dachte, das ist normales Wasser. Okay. Tee, Wasser? Tee, Wasser? Hier sauber. Ja, super. Wieder mal. Nee. Das ist scheiße. Eine kleine Wasser? Entschuldigung. Für einen Unterhut? Ja. Also, erstmal bin ich ja gerade unterbrochen worden. Wegen der Verpflegungsstelle, was es da gab, als ich gekriegt habe, war glaube ich Zitronentee mit ein bisschen Brühe drin, vom Geschmack her. Lecker! Und der Aufstieg vom Wurmberg auf den Brocken, der geht lange erst über den ehemaligen Grenzstreifen und kommt dann auf den Goetheweg, der von Torfhaus raufkommt. Und der Rest der Strecke ist dann halt an der Bahntrasse lang. Einer der schönsten Wege. Gut. Ja. Wir laufen hier noch so ein bisschen schön den Heinrich-Heine-Weg hoch. Ha. Die meisten ja gehen. Ja, oder ihr Fahrrad schieben. Ja, vorhin sahen wir ja noch so schön von unten den Brocken.
Jetzt liegt er aber doch leider im Nebel. Siehst du hier auch den Brocken und nicht den Gipfel. So, jetzt ist doch mal gerade. Da vorne ist schon der Bahnübergang. Der Christoph hat gerade was sehr Schönes gesagt. Er wird seinen wunderbaren Hut, seine Kopfbedeckung, gar nicht mehr spüren. Die wäre schon wie mit ihm verwachsen. Oh, das ist jetzt aber ein Erlebnis mal hier. Komm, kriegen wir. Den kriegen wir, den Zug. So, da ist die Brockenbahn. Runter ist ja ein bisschen blöd, da ist die Lok immer verkehrt rum. Deswegen sind rauf die schöneren Aufnahmen. Ist das nicht schön hier? Es lohnt sich doch. So, dann wollte ich gerade noch weiter sagen. Ja. Dankeschön. Wenn das bei dem Christoph so gut klappt, dann wird der Balter kann sich implantieren lassen. Hier so Klettverschlüsse am Kopf. Kann er sich mal Dr. Überacker einpflanzen lassen. Dann halten diese Kopfbedeckungen besser. Guck mal, die haben hier. Geht's. Nicht wachsen. Nicht so. Ja. Wenn der Gipfel auch nicht zu sehen ist, aber die Spitze vom Turm ist zu sehen. Hallo erstmal! Dankeschön! Hallo! So, jetzt müssten wir mal hier. Warte, wir müssen hier. Sorry. So, die Hälfte liegt hinter uns. Ja, Hälfte ist rum. Schade, sag ich mal. Gerade wo es so schön ist. Ja, jetzt geht's fast nur noch runter. Ein Euber noch als Zwischenanstieg, damit es nicht so langweilig wird. Und wir sehen gut aus. Ja, immer. Nee. Wir sehen hervorragend aus. Heute hervorragend. Herbstlich dekoriert. Und jeder, der uns so sieht, sagt immer, oh, seht ihr gut aus. Haben aber auch schon gehört. Möhre. Was haben wir noch gehört? Ja, das war so das Schlimmste. Möhre. Dilettanten. Ja. So. Ja. 23 Kilometer. Hier ist Malte. Was habe ich? Ein Video von mir gemacht. Komm, bist du stopp? Ach, das ist der Fahrradfahrer. Bist du der Fahrradfahrer? Das ist alle unterhalten. Mit euren Witzen kann man doch gar nicht mehr. Kann man nicht fahren, ne? Richtig schön. Toller Lauf. Kleiner Zwischenstand. Christoph, frag ich mal. Stulle, was machst du denn da? Stulle, was machst du denn da? Verpflegungsstelle to go. Ich nehme den Regen auf, dann brauche ich gleich nicht stehen bleiben. Ah. Ja, es regnet immer noch etwas. Wobei man das eher Nieseln nennen könnte, ne? Wirklich Regen. Naja, ist es nicht unbedingt, oder? Ich muss das nochmal präzisieren, das ist nicht Verpflegungsstelle to go, das ist Verpflegungsstelle to run. Genau. Ja. Es kommt ein kleines Rätsel für alle, die hier nicht so bewandert sind. Was sagt uns dieses kleine Häxchen? Weiß es jemand? Da sind die Wanderer. Ja, wir sind hier auf dem Harzer Hexensteg. So. So. Knapp 30 Kilometer haben wir, ne? Ja, noch alles da. Schleim, ne? Ah ja, Schleim auch. Wasser? Also ich habe Currywurst und ein Brot und Bier vorgestellt. Ja, dann steigen wir noch rein. So, der Verpflegungspunkt, Kilometer 30.
nicht hinter uns. Ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ja. Auf Nachfrage gab es nämlich frisches Hasseröder. Ja. Das Fisch war es nicht. Sie hat uns extra das Abgestandene gegeben, weil man das besser trinken kann. Da muss man nicht so aufstoßen. Brauchen wir nicht so aufstoßen. Alte Langstreckenverpflegung. Jetzt können wir hier laufen lassen. Ja, ich habe aber mein Bäuerchen machen können, immer noch so ein bisschen. Ja. Mach mal weiter, Max. Ich vermute, dass es da hinter der Ecke Aussicht hat. Das könnte sein. Oh. Oh, das ist aber schön hier. Landschaft. Ist das schön hier. Ja, wir haben noch 6 Kilometer ungefähr, ne? Ich glaube, so 6 müssten wir noch haben. Ja? Schön hier. Und wir sehen gut aus. Schick. Da ist der Kürbis. Vier Kilometer haben wir noch. Wir könnten die 4 Stunden noch schaffen. Irgendwie 3,38 oder sowas. Und noch 3, so viel Kilometer. Der Stulle, der will jetzt ein bisschen Tempo machen, glaube ich. Dann würde ich sagen, da wir noch gut aussehen, sehen wir uns gleich im Ziel. Was denn? Okay, ja, aber schöne Aussicht hier nochmal zum Genießen. Gut laufen ist auch nicht so ganz ohne. So. Mit der 46,50. Ja. Ah. Ja, ja, Glückwunsch. Dankeschön. Alles gut. Herzlichen Glückwunsch. Alter Schwede! Super! Ihr seht so schön aus. Oh. Wunderschöner Lauf. Vielen Dank für alles. Dankeschön. Das finden wir ganz toll, wenn sich die Leute hier so bedanken. Da geht uns das auch. Vielen Dank. Ah, okay. So. So schnell zu laufen noch, ey. Mein Gott. Wir haben es geschafft. 3 Stunden 54. Ich hätte ja ein bisschen mehr gemütlich gemacht. Aber da hat es nachher noch gebissen und die 4 Stunden waren drin und die sollten es heute sein und waren ja auch noch ein paar nette Leute, die 6 Minuten. 6 Minuten hätten wir uns mehr Zeit lassen können. Ja, und mit dem Hut, gut ab. Ja, Chapeau, ne? Ja. Sagt der im Sauerland. Das ist ja meine Top-Zielverpflegung hier. Ist das nicht überall so? Ja, Bütterkes gibt es nicht überall. Aber Bütterkes gibt es nicht überall. Kann man überall essen. Vor allen Dingen so lecker mit Salz und guter Butter. Die gleich mal mit, ja, danke. So, super. Und die Butter schmeckt wunderbar. Ja. Mal gucken. Tatsache, gute Butter, nicht irgendwie Margarine. So. Jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Jetzt warten wir hier noch ein wenig auf die nette Massage. Das ist eigentlich das Schönste nach dem Laufen, ne? Der Kuchen und die Massage. Das Schönste nach dem Laufen ist die Massage, ne? Mit Peeling. Ja, ja. Sprach der Kurs. Ich weiß gar nicht, ob man das hier filmen darf. Uns filmen darf. Ob das in die Privatsphäre eingreift. Von sieht doch, wie fleißig wir sind. Das sowieso. Wenn wir jetzt nur rumstehen können, das ist. Oh, ich habe den Kürbis gar nicht mehr richtig rum auf. Ja. Der Kürbis guckt durchs Loch durch. Guck, 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 guck. Letztes Franz-Brandwein-Finish. Genau. Zu oft mache ich das nicht. Ja, das ja. So, hier ist die Schlange für die leckere Erbsensuppe. Frisch geduscht. Massage hinter uns. Wenigstens einer, genau. So, ja. Ach so, ja. Ich habe hier die Bons für die
Erbsensuppe. Der Stulle holt gerade noch ein Bier, die sie uns verdient haben. Und dann geht's uns super. So, liebe Freunde des gepflegten Dauerlaufs. Der 37. Harzgebirgslauf, Brockenlauf, liegt hinter uns. Ist auch wieder Geschichte. Ich stehe hier mal mit der wunderbaren, mit dem wunderbaren Hintergrund. Deswegen hat der Christoph mich ja hier gerade ins Bild genommen. Nochmal die Dixies, wir können da nochmal reingucken. Nur mal gucken, wie die, ob sie worden sind. Ja, schön war's. Wir bedanken uns bei allen freundlichen Helfern, die hier dabei waren. Schöne Veranstaltung, zum Ende ein bisschen matschig, aber Laufen ohne Matsch ist Quatsch. So ist es. So, und dann sehen wir uns, mich zumindest nächste Woche noch beim Futtersteig wieder, ne? Bis dann. Tschüss.